niederträchtigen Mitteln. Das ist die erste Strecke, die man mit dem Sebastian Vettel X 2010 fahren muss und da eine vernünftige Zeit rausholen muss. In einer Runde. Habe ich nie auch nur annähernd geschafft. Ist meiner Meinung nach unmöglich mit dem Controller. Es sei denn, man ist ein japanischer Super Gran Turismo Freak. Ja, für den Otto Normalverbraucher ist das wirklich schon Folter. Beim Lenkrad sieht die Sache ganz anders aus. Da hat man echt Kontrolle über den Wagen. Also mit dem Controller und dem Joystick. Da kennt der Wagen ja quasi nur volle Pulle Kurve. Und das ist bei dem Wagen dann quasi 90 Grad. Da muss man auch diese Kurve hier, da muss man so ganz leicht einschlagen nur. Das kriegt man kaum gebacken, da ist man dann nur am Schlingern. Der Wagen ist echt die Hölle. Wam, wam, wam. Nicht so ganz sauber gefahren. Ist auch eine schnelle Runde hier eigentlich. Kommt mir auf jeden Fall wesentlich schneller vor als auf Grand Valley. Man fährt halt einfach schneller. Oh, was? Das war wohl mehr Glück als Verstand. Alter Schwede. Das muss ja wirklich ha scharf gewesen sein. Bin ja nicht mal gegengestupst. Würde ich mir gerne in der Wiederholung einziehen, aber dann müsste ich die Wiederholung muss man dummerweise dann glaube ich so weit gucken. Die ganze Vor- und Zurückspulaktionen da, die funktionieren immer nur so mittelmäßig gut. Dazu habe ich dann doch nicht die Nerven. Fliege ich aber auch immer raus. Aber was soll's. Ja, so ist die Kurve viel besser einsichtig irgendwie. Wow. Oh, Nacht. Spät ist das überhaupt? Spät. Spät am Abend auf jeden Fall. Wollte eigentlich auch gar nicht so lange spielen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, dass ich hier jetzt schon wieder bestimmt schon wieder 2 Stunden sitze. Das passiert einfach immer so bei Gran Turismo. Alter! Oh. Mit meiner letzten glücklichen Aktion jetzt sowas. Muss das denn sein? Ach, Kratzer an den schönen schwarzen Lack. Ich hatte ja jetzt bis jetzt eigentlich nur 2 Autos. Nee, 3. Auch ein bisschen ernüchternd eigentlich. Ganz Let's Play 3 Autos gebraucht. Dieser 86er GT da ist nicht unbedingt einer der besten, aber der R8 und der GTR hier auf jeden Fall mit die besten Autos, die man sich kaufen kann. Preis-Leistungstechnisch. Ist halt vom Handling beide sehr gut, von der Leistung sehr gut. Was will man mehr? Über 1 Minute Vorsprung. Das will man. Wenn man die Handbremse zusätzlich noch zieht, bremst man schneller? Oder kam mir das nur so vor? Das ist natürlich dann auch das Risiko, dass man ruckzuck mal die Kontrolle verliert, aber wenn man den Wagen gerade hält, müsste es eigentlich gehen.
Der Trick hierbei ist, du musst die Kurve auf dem Asphalt schon richtig einschlagen, weil du auf dem Rasen nicht mehr lenken kannst. Wenn man auf dem Rasen ist, dann rutscht man einfach gnadenlos geradeaus. Muss man schon vorher so richtigen Winkel treffen, dann flutscht man da an eins durch. Auch wenn das mieses Gecheater ist. Also ein Online-Rennen kannst du das nicht leisten. Wo da wird man... Ich glaube, da gibt es die Einstellung, dass man da auch gnadenlos richtig hart bestraft wird. Doch, doch, das haben sie irgendwann eingeführt. Dass man fürs Abkürzen dann mal so einen 5 Sekunden Respawn-Timer kriegt. Stimmt. Auch ziemlich gut gelöst. Manchmal kürzt man natürlich auch ungewollt ab, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Aber dann ist man auch irgendwie selber schuld, also... Wenn man es nicht schafft, auf der Strecke zu bleiben, ist man einfach selber schuld. Es sei denn, man wird runtergekickt. Dann ist man nicht selber schuld, das ist dann schon sehr fies. Aber fürs Kicken, also fürs so hinten reinfahren... Im harten Sinne... Ich glaube, dafür kriegt man auch Zeitstrafen teilweise. Wow! Und Suzuka werde ich skippen. 32.000. Ich danke. Nein, möchte ich nicht. Nächstes Rennen. Japanische Meisterschaft. Einmal starten und dann rausgehen. Boah. Gott. Ja, komm. Brauchst du nur einmal starten. Mehr verlange ich doch gar nicht. Ich könnte echt schlafen gehen. Ich bin echt gerade müde. Was soll das? Schöne Kamerafahrt. Boah. Da wird man so krass ins Rennen entlassen. Sehr gut. So gewinnt man Rennen. Oder eher Meisterschaften. 0 Punkte für mich. Aber der Goldsieg. Für mich. Bla. Wie viel Kohle gibt's hier? Wie man sieht, ich bin meinem Ziel schon recht nah. Wenn ich nicht noch ein anderes Auto kaufe. Was nicht ausgeschlossen ist, kann schon sein, dass ich mir noch einen Wagen hole. Je nachdem, was für Events da jetzt noch sind. Ansonsten bin ich schon recht nah an meinem Ziel. Bla, bin ich zwar nicht gefahren, aber egal. Was war das denn? Doch keine Formel 1. Ah, okay. Ja, das klingt aber auch okay. Die Gegner sind okay, auf jeden Fall. Könnte ich mit dem Wagen auch noch was reißen. Nett, auf jeden Fall nett. Keine Beschränkung. Ja. Okay. Schon mal das auf jeden Fall. Und das hier wahrscheinlich auch. Ich finde schon, die beiden Meisterschaften sollte ich noch machen. Das ist als Extremserienabschluss. Ich glaube, nach dem Ponyphony Digital Cup kriegt man auch noch mal einen Movie. Bin ich mir ziemlich sicher. Schwarzheit Liga B. Was haben wir da für Gegner? Och, die sind aber doch auch okay. Sind echt noch ein paar... hier, Like a Wind. Also, da sind auf jeden Fall super schnelle Wagen drin. Nesca ist Nesca. American Sport steht da oben. Aha. Der European Championship. Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Super GT. American Championship. Formula GT. Ich bin aber überlegen, ob ich das hier doch noch ein bisschen länger weiterführe. Muss ich mal sehen. Das entscheide ich dann spontan. Ich habe momentan echt Spaß dran. Rallye Gran Turismo fortgeschritten. Achso.
Ja, den gucke ich mir aber doch mal an. Der ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Da. Wie sehen wir denn aus? Hä? Ja, wie ein 350Z halt. Aber der ist, glaube ich, mal gar nicht so schlecht. Auch wenn es nur ein japanischer Wagen ist und wir jetzt eigentlich den Nissan haben als japanischen Wagen, von daher wird er ziemlich chancenlos gegen den GTR ausfallen. Was sagt denn wieder mal der Gebrauchtwagenhändler? Der müsste doch auch mal wieder was Neues im Angebot haben. Den hatten wir doch schon, oder? Ja, den hatten wir schon. Oh, ein CLK. Das ist ein seltenes Stück. Den kriegt man nicht oft zu sehen. Den hat nicht jeder. Ich schon. Da habe ich auch lange drum gekämpft, um den zu kriegen. Weil man den hier halt im Gebrauchtwagenhändler abpassen muss. Und der kommt wirklich nur selten vor. So. So, was habe ich jetzt noch? Kurzes Zusammenfassen. AMG-Fahrschule werde ich teilweise auf jeden Fall noch machen, ja. Dann noch weiter die Lizenzen. Die S-Lizenzen werde ich auch noch durchziehen. Und Renn-Event technisch. Ja, das, was geht, ne? Das, wonach ich Bock habe. Ansonsten passiert schon gar nicht mehr viel. Gibt es hier noch irgendwas zu zeigen? Museum? Ah, da muss man online für sein, okay. Streckenliste, Fahrerliste, Garage, Objekte, Profil. 28% habe ich jetzt, okay. Das ist nicht viel. Ich bin nicht mal 1000 Kilometer gefahren. Ich hätte ein Kilometerlimit setzen können. Let's play bis 1000 Kilometer. Ich glaube, da hätte ich mich auch gnadenlos verschätzt. Da hätte ich gesagt, wahrscheinlich 10.000 oder so. 1000 Kilometer, das ist anscheinend nicht, das ist schon viel. Renn-Event-mäßig. Wenn man alle Renn-Events durch hat, dann müsste man bei 1500 sein. Nach der jetzigen Geschwindigkeit. Außer natürlich die richtig langen Events, da wird natürlich nochmal ordentlich was kilometermäßig draufgehen. Braucht er jetzt schon einen Ölwechsel? Nö, ein Leistungspunkt. Lohnt nicht wirklich. Haben wir vielleicht mal eine frische Farbe gekriegt? Nee, ich glaube, das sieht nicht aus. Irgendwas anderes? Glutorange. Ah. Amazon Grün. Hat ein bisschen lahm, die Farben. Ich bleib bei Schwarz. Schwarz sieht ja schon nicht schlecht aus. Der kann was.